Wir feiern Pfingsten im Namen Gottes, des Schöpfers, der uns durch seinen Odem ins Leben gerufen hat. Im Namen Jesu Christi, der den Menschen liebevoll und geistreich begegnet ist. Im Namen des Heiligen Geistes, der uns auch heute noch bewegt und herausruft aus unseren Grenzen. Amen. Liebe Gemeinde, hier in der Kirche, im Kirchgemeindehaus, zu Hause oder unterwegs, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Pfingstgottesdienst. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass wir heute nach einer längeren Pause zum ersten Mal auch wieder hier in der Kirche mit Ihnen als Gottesdienstbesuchern und Gottesdienstbesucherinnen feiern dürfen. In etwas dezimierter Zahl, aber vielleicht dafür umso intensiver das Erlebnis, wieder in der Kirche sein zu dürfen. Ich freue mich auch, dass Sie im Kirchgemeindehaus gemeinsam an dem Gottesdienst teilnehmen können und dass Sie auch zu Hause mit uns verbunden sind im Geist Gottes. Das ist ein Grund zum Jubeln, zum Singen und zum Tanzen. Und all das soll heute in dem Gottesdienst auch Raum haben. Ich freue mich, dass Julia Medunio, Jonas Itten und Carla Weber mit Musik, Tanz und Gesang diesen Gottesdienst bereichern und beleben. Liebe Gemeinde, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und das Fest der Kirche. Der Heilige Geist ruft uns heraus aus unseren engen Vorstellungen, aus unseren Grenzen und Begrenztheiten. Der Heilige Geist setzt uns in Bewegung, er löst, was uns fesselt und sprengt die Grenzen. Davon können wir im Moment fast nur träumen, denn durch die Corona-Situation sind wir ja immer noch recht eingeengt und unfrei. Wir sehnen uns nach unbeschwerten Begegnungen, nach Nähe zu Menschen und nach freiem Bewegungsraum. Doch noch ist vieles eingeschränkt und eingeengt. Und es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit dem Heiligen Geist Raum geben und dass er uns zu einer inneren Freiheit verhilft. Die Einschränkungen, mit denen müssen wir leider noch etwas leben. Und wir erleben das auch heute in diesem Gottesdienst. Wir werden nachher das Abendmahl feiern, aber dürfen leider hier in der Kirche und auch im Kirchgemeindehaus kein Brot und keinen Saft verteilen. Aber ich lade Sie ein, dass Sie mit uns innerlich mitfeiern und verbunden durch den Heiligen Geist. Und wenn Sie zu Hause diesen Gottesdienst mitfeiern, können Sie sich gerne Brot und Saft bereitstellen und so das Abendmahl nehmen. Komm, o komm, du Geist des Lebens. Mit diesem Lied laden wir den Heiligen Geist zu uns ein. Und leider gibt es auch da Einschränkungen. Und zwar dürfen wir hier in der Kirche und im Kirchgemeindehaus nicht singen. Ich möchte Sie aber ermutigen, dass Sie innerlich dabei sind, dass Sie, wenn Sie mögen, laut mitsummen und wenn Sie zu Hause sind, dass Sie aus vollem Herzen mitsingen. Wir singen das Lied »Komm, o komm, du Geist des Lebens«. Im Gesangbuch ist das unter der Nummer 509, die Strophen 1 bis 4. Komm, o komm, du Geist
Wir sammeln unsere Gedanken zum Gebet. Komm, Heiliger Geist, komm zu uns. Erfülle uns mit deiner Kraft, die bewegt und verändert. Schenke uns den Mut, der stark macht. Begeistere uns mit deiner Gegenwart, die uns frei macht. Heiliger Geist, frei sein, davon träumen wir. Oft erfahren wir in unserem Leben, dass uns Grenzen gesetzt sind, dass wir nicht frei entscheiden und handeln können oder wollen, dass wir manchmal auch mit zu viel Freiheit überfordert sind. Und so möchten wir dir in einem Moment der Stille anvertrauen, was uns belastet oder Sorgen macht und auch, was uns freut und dankbar sein lässt. Komm, Heiliger Geist, komm zu uns. Erfülle unser Herz mit deiner Liebe. Bewege unseren Geist mit deinem Schwung. Befreie uns von dem, was uns bindet. Begeistere uns mit dem Feuer der Liebe. Amen. Liebe Pfingstgemeinde. Der Heilige Geist ist die Gestalt Gottes, die wir am wenigsten greifen können. Gott, den Schöpfer, erleben wir in diesen Maitagen, wenn wir uns draußen in der Natur bewegen. In jedem blühenden Gewächs, in jeder summenden Hummel. Und Jesus Christus, der als Mensch über diese Erde gegangen ist, der ist uns nahe durch seine Worte und Taten wie ein Bruder. Aber wo finden wir Spuren vom Heiligen Geist, an den wir heute am Pfingstsonntag denken? Das Wirken des Heiligen Geistes kann man am besten durch Bilder und Symbole beschreiben. Ein Bild für die Wirksamkeit des Geistes ist die Feuerflamme, die vom Wind hin und her bewegt wird. Dieses Bild benutzt auch Lukas in der Apostelgeschichte, um das Pfingstereignis zu beschreiben. Und ich lese Ihnen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten, und auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun jenes Tosen entstand, strömte die Menge zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos und sagten völlig verwundert: Sind das nicht alles Galiläer, die da reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache hört? Parther und Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, von Judäa und Kappadokien,
von Pontus und der Provinz Asia, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem kyrenischen Libyen und in der Stadt weilende Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir alle hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren fassungslos und ratlos, fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Andere aber spotteten und sagten, sie sind voll des süßen Weines. Liebe Gemeinde, in der Neuen Jerusalemer Zeitung
vom 31. Mai des Jahres 31 nach Christus las ich folgender Artikel. Außer Rand und Band. Nach dem mysteriösen Verschwinden des Mannes namens Jesus von Nazareth geben seine Anhänger noch keine Ruhe. Sie behaupten, ihr Rabbi sei mit einer Wolke in den Himmel gefahren. Einige Tage war es still geworden um die Jesus-Anhänger. Doch nun erregten sie wieder Aufsehen. Bei einer ihrer Zusammenkünfte in ihrem Vereinshaus in der Jerusalemer Altstadt wurden Feuerflammen gesichtet. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr musste angefordert werden. Eine Rauchentwicklung war nicht sichtbar, doch Zeugen berichten von einem Feuerschein, der sich in den Fensterscheiben spiegelte. Noch bevor die Feuerwehr zur Stelle war, verließen die Männer und Frauen das Haus. Es schien, als seien sie traumatisiert, denn sie redeten alle in verschiedenen Sprachen durcheinander. Es kam zu Menschenansammlungen, so dass die Feuerwehr sich nur mit Mühe den Weg bahnen konnte. Ein Großteil der Jesus-Anhänger wurde einem Alkoholtest unterzogen, der jedoch keine weiteren Erkenntnisse gab. Auf Anfrage bestätigte ein gewisser Petrus, dass nicht Trunkenheit im Spiel gewesen sei. So seien nicht alkoholische Getränke ausgeschenkt worden, sondern vielmehr sei der Heilige Geist ausgegossen worden. Allerdings konnte die Polizei keine Rückstände des vergossenen Geistes mehr sichern. Doch anders als bei sonstigen Großanlässen, bei denen Alkohol fließt, schienen sich die vielen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten gut verständigen zu können. Und der Ausklang des außergewöhnlichen Ereignisses verlief äußerst friedlich. Das rätselhafte Geschehen wird Politik und Verfassungsschutz noch weiter beschäftigen. Lesen Sie morgen an dieser Stelle unseren Faktencheck. Liebe Gemeinde, der Faktencheck hätte mich jetzt auch noch interessiert, aber er war leider im Archiv der Neuen Jerusalemer Zeitung nicht aufzufinden. Doch machen wir uns selbst ein Bild. Die Anhängerschaft von Jesus erlebt in Jerusalem etwas Außergewöhnliches. Seitdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, kommen die Jünger und Jüngerinnen regelmäßig zusammen. Sie brauchen die Gemeinschaft untereinander. Sie trösten sich gegenseitig und sprechen sich Mut zu. Doch sie blieben seit dem Ereignis lieber unter sich, zurückgezogen in einem Haus, geschützt, denn sie spürten eine große Unsicherheit. Jesus ist aus ihrem Blickfeld verschwunden und sie haben mit ihm auch das Ziel ihres Weges, das Ziel ihres Lebens aus dem Blickfeld verloren. Wie soll es weitergehen? Ratlos und sprachlos sitzen sie beieinander in einer Art geistlichen Quarantäne. Da durchfährt ein Sturm das Haus, in dem sie sich befinden. Und während sie den Wind spüren, der durch das Haus fegt, setzt sich auf jeden von ihnen eine Feuerflamme. Die Feuerflamme, die sich im Wind hin und her neigt. Und das, was jetzt passiert, ist außergewöhnlich. Die Gruppe der Jesus-Anhänger, die in den geschlossenen Mauern saß, gerät in Bewegung. Nichts hält sie mehr hinter den verschlossenen Türen. Waren sie
eben noch gefangen in ihrem Zweifel und in ihrer Aussichtslosigkeit, so kommen sie jetzt heraus. Sie verlassen die schützenden Mauern und mischen sich unter die vielen Menschen, die in die Stadt gekommen waren, um das jüdische Wochenfest Shavuot zu feiern. Aus allen Gebieten des Römischen Reiches sind die Menschen nach Jerusalem gepilgert. Und sie staunen nicht schlecht, als sie die Jesus-Anhänger in ihrer eigenen Muttersprache reden hören, von Gott reden hören. Der Bibeltext, liebe Gemeinde, zeigt uns drei Dinge, die der Heilige Geist bewirkt. Er setzt zum einen die Jüngerinnen und Jünger in Bewegung. Er holt sie heraus aus ihrem Zweifel, ihrer Gelähmtheit, ihrer Ohnmacht. Er rüttelt sie wach, er rüttelt sie auf und er rüttelt sie durch. Dann gibt der Heilige Geist Mut. Die Anhänger Jesu verlassen die Sicherheit der Mauern. Sie kommen heraus und sie kommen aus sich heraus. Sie klammern sich nicht länger aneinander fest, sie bleiben nicht länger unter sich, sondern sie gehen an die Öffentlichkeit. Sie öffnen sich für andere Menschen, sie kommen ins Gespräch und sie erzählen, was sie beschäftigt und was ihr Herz bewegt. Und damit beendet der Heilige Geist auch die Sprachlosigkeit. Die Jünger sprechen von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Sie reden davon, wie sie erlebt haben, dass Gott selbst in Jesus Christus zu den Menschen gekommen ist. Und sie sprudeln über vor Freude darüber, dass die Geschichte Gottes und die Geschichte von Jesus mit den Menschen weitergeht. Der Heilige Geist, liebe Gemeinde, hat damals in Jerusalem Bewegung und Befreiung bewirkt. Er hat Angst und Isolation aufgebrochen und Sprachfähigkeit geschenkt. Er hat die Verzweiflung aufgelöst und verwandelt in Mut und Freude. Liebe Gemeinde, die Situation der Jünger in dem Haus in Jerusalem erinnert mich an unsere aktuelle Situation. Angst, Isolation, sich zurückziehen, in den eigenen vier Wänden bleiben, nicht wissen, wie weiter, sich gelähmt fühlen. In diesem Zustand haben sich die Jünger damals befunden. Und das sind auch Merkmale unserer Situation, in der wir durch das Coronavirus im Moment sind. Wir leben mit Beschränkungen auf Abstand, zum Teil isoliert. Wir müssen vorsichtig sein. Die Angst sitzt immer irgendwie im Nacken, dass ich mich vielleicht doch noch anstecken könnte. Und so bleiben wir zu Hause und warten darauf, dass wir uns endlich wieder ungezwungen mit Menschen treffen können, in großen und in kleinen Gruppen, dass wir uns wieder richtig in die Arme nehmen können und nicht nur von ferne mit der Geste. Wir warten darauf, dass wir wieder nach Herzenslust singen können. Im Moment ist das noch nicht möglich. Vorsicht ist weiter geboten. Und dazu brauchen wir viel Nerven und Kraft und den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, liebe Gemeinde, lässt sich durch das Virus nicht aufhalten. Er wirkt auch in der Corona-Zeit und er bewegt die Menschen zur Solidarität. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen, wo junge Menschen ihre Zeit dafür eingesetzt haben, für andere einkaufen zu gehen oder anderen ein Mittagessen vorbeizubringen. Der Heilige Geist bewegt auch in dieser Situation und führt Menschen zusammen. Das
bewirkt der Heilige Geist, damals in Jerusalem und auch heute. Menschen wagen sich heraus, sie reden miteinander, sie lernen einander kennen und erzählen von sich und ihrem Glauben. Der Heilige Geist befreit uns innerlich. Er hilft uns loslassen von unseren engen Vorstellungen, von unseren Einschränkungen. Der Heilige Geist schafft Weite, wo Mauern aus Angst und Vorurteilen aufgerichtet werden. Der Heilige Geist schenkt uns auch Worte des Trostes und der Versöhnung. Er schafft Gemeinschaft, sprengt Mauern und Grenzen. Wo der Geist Gottes ist, da ist Leben und Freiheit. Liebe Gemeinde, der Faktencheck aus der Neuen Jerusalemer Zeitung ist leider nicht auffindbar. Doch wie sieht es aus mit unserem persönlichen Faktencheck? Wie erleben wir den Heiligen Geist? Wann treffen wir ihn oder wo trifft er auf uns? Wozu bewegt uns Gottes Geist? Dieser Faktencheck, liebe Gemeinde, wird bei jedem und jeder von uns ganz unterschiedlich und persönlich ausfallen. Der Heilige Geist macht sich in ganz unterschiedlichen Situationen in unserem Leben bemerkbar. Und doch gibt es ein gemeinsames Merkmal des Heiligen Geistes, wenn wir ihn spüren. Es gibt eine Sprache, die der Geist spricht. Das ist eine Sprache, die alle Menschen verstehen, die uns Menschen befreit und zusammenführt. Martin Schleske, ein berühmter Geigenbauer und auch geistlicher Schriftsteller, hat dafür folgende Worte gefunden. So vielfältig der Heilige Geist auch in Erscheinung treten mag, schreibt er, so ist doch das eine gemeinsame Merkmal dies. Er führt uns in das hinein, was er selbst ist, die Liebe. Das mag intellektuell einfach klingen und ist doch eine gewaltige Botschaft. Der Heilige Geist befreit uns, indem er uns erfüllt. Er erfüllt uns mit dem, was er ist. Mit Liebe. Das, liebe Gemeinde, das ist die Sprache, die der Heilige Geist uns an Pfingsten nahelegt, die Sprache der Liebe. Die Sprache der Liebe, die auch Jesus mit den unterschiedlichsten Menschen gesprochen hat. Und wenn wir diese Sprache sprechen, dann kann das Pfingstwunder geschehen, schon heute und immer wieder. Amen.
Wir beten. Heiliger Geist, o komme, führ uns aus der Enge. Heiliger Geist, befrei uns aus Angst und Not. Ja, Heiliger Geist, das bitten wir. Erfülle uns und trage uns durch die veränderte Zeit. Hilf uns, dass wir dir in unserem Herzen, in unserem Leben und in unserer Welt Raum schenken. Überwinde unsere Grenzen und erfülle uns mit deiner Kraft. Amen. Liebe Gemeinde, wir feiern gleich das Abendmahl. Wie gesagt, wir dürfen es nicht alle zusammen feiern hier und im Kirchgemeindehaus. Wir werden zu viert am Taufstein das Abendmahl nehmen und ich lade Sie herzlich ein, dass Sie innerlich dabei sind und dass Sie spüren die Liebe, die Jesus uns in diesem Abendmahl erweist. Wenn Sie von zu Hause aus mitfeiern, können Sie während des nächsten Liedes sich gerne Brot und Saft parat machen und dann gleich mitfeiern. Wir singen gemeinsam, wir singen und Sie summen, wenn Sie möchten, das nächste Lied. Das ist das Lied »O komm, du Geist der Wahrheit« unter der Nummer 511, die Strophen 1 und 4.
Wir feiern Abendmahl. Bei Brot und Traubensaft denken wir an Gottes große Liebe zu uns, die in Jesus Christus Gestalt gewonnen hat. In den Worten und Taten Jesu erfahren wir, wie eine geistreiche und liebevolle Welt aussieht. Niemand wird ausgegrenzt. Alle sind an einen Tisch geladen. Heilung an Körper und Seele wird Wirklichkeit. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen ein Leben lang. So lasst euch einladen, lasst euer Leben verwandeln. Beim Abschied, als Jesus mit denen zusammensaß, die ihm nahe und die ihm lieb waren, da nahm er das Brot. Er dankte Gott und brach es und gab es seinen Jüngerinnen und Jüngern und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl. Er dankte Gott und gab ihn seinen Jüngerinnen und Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Immer wenn ihr das Brot esst und von dem Kelch trinkt, dann denkt an mich und ich werde immer bei euch sein. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So lasst euch einladen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Geht hin im Frieden des Herrn.
Liebe Gemeinde, o Heiliger Geist, o Heiliger Gott, dieses Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 506. Wir singen die Strophen 1 bis 4. Liebe Gemeinde, in der vergangenen Woche mussten wir von einem Gemeindemitglied Abschied nehmen. Wir haben Abschied genommen von Werner Welti. Er wohnte am Schwalbenweg 37a und starb im 82. Lebensjahr. Wir wünschen den Angehörigen und allen, die um einen lieben Menschen trauern, die Kraft und den Trost und den Geist von Gott. Liebe Gemeinde, ich spreche für uns das Fürbittgebet. Gott, wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns Mut macht zum Leben, der uns zueinander führt, der uns Kraft gibt für neue Schritte, der in uns Hoffnung weckt. Wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist. Gott, wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist in unserer Kirche. Stärke unsere Gemeinschaft untereinander. Lass uns voller Freude
im Glauben leben. Bring uns mit dem Geist in Bewegung. Mach uns offen für Veränderungen. Wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist. Gott, wir bitten um deinen heiligen, guten Geist für diese Welt, dass das Verständnis unter den Menschen wächst, dass Wege zum Frieden immer wieder gesucht werden, dass Ungerechtigkeit und Not ein Ende finden, dass Weisheit die Mächtigen leitet. Wir bitten dich um deinen heiligen, guten Geist. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe noch Mitteilungen zu machen. Die erste Mitteilung betrifft die Kollekte, die man heute ins Kässeli einwerfen kann oder eben auch per Überweisung auf das Konto einzahlen kann. Es ist die Pfingstkollekte, die vom Kirchenrat empfohlen ist. Und diese Kollekte unterstützt reformierte Kirchgemeinden in der Schweiz und in Europa, die selber nur geringe finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Der protestantisch-kirchliche Hilfsverein des Kantons Zürich bestimmt jedes Jahr, wofür die Kollekte eingesetzt wird. Das sind ganz konkrete Projekte und dieses Jahr wird im Tessin der Religionsunterricht an den Primarschulen unterstützt. Im Burgund wird für den Unterhalt einiger kirchlicher Gebäude gesorgt und auch die Entfeuchtung von Mauerwerk und Chorboden der reformierten Kirche Fideris im Prättigau wird mit dieser Kollekte unterstützt. Ich möchte Ihnen die Kollekte herzlich empfehlen und danke Ihnen für das, was Sie geben möchten. Dann darf ich darauf hinweisen, dass Pfarrerin Vivian Bo wieder ein neues Bibelstudium anbietet zum Philipperbrief und zum Buch Esther. Das beginnt am 9. Juni und man kann sich ab Mittwoch über die Homepage anmelden oder eben auch telefonisch über das Sekretariat. Und die Bible Sessions, also das sind so Online-Zusammenkünfte, wo man sich dann austauscht, die finden ab 16. Juni jeweils dienstags um 19.30 Uhr statt. Herzliche Einladung an alle. Dann darf ich hinweisen auf den Gottesdienst am nächsten Sonntag, auch wieder hier in der Kirche oder im Kirchgemeindehaus, um in der Gemeinschaft auch zu sein oder eben auch mit der Übertragung nach Hause. Diese Möglichkeiten gibt es alle. Und ich würde Sie auch bitten, wenn Sie in der Kirche oder im Kirchgemeindehaus mitfeiern möchten, dass Sie sich anmelden. Und zwar entweder über die Homepage oder bei uns Pfarrpersonen oder über Sekretariat. Den Gottesdienst gestalten unsere Sozialdiakonin Susanne Stoll, ihr Ehemann Urs Stoll und ich gemeinsam. Dann darf ich noch sagen, dass die kirchlichen Veranstaltungen auch nach und nach wieder aufgenommen werden. So findet ab dem Montag, den 8. Juni, schon die Abendmeditation um 19 Uhr im Kirchgemeindehaus wieder statt. Kirchencafé auch virtuell, zu dem ich Sie einlade. Dieses Kirchencafé wird moderiert und da können Sie sich auch über die Homepage dann so einklinken. Und dann darf ich jetzt noch einen ganz großen Dank aussprechen an euch, die ihr den Gottesdienst mitgestaltet. Julia Medunio mit deinem Gesang und dem Ausdruckstanz, Jonas Eaton am Cello und mit dem Gesang und Carla Weber am Klavier. Herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und trotz diesem technischen Aufwand, dass ihr euch eingelassen habt, am Pfingstfest hierher zu kommen. Mich freut das sehr. Vielen herzlichen Dank. Und wenn Sie möchten, können Sie, glaube ich, klatschen darf man ja.
Ah, ich habe noch einen Dank vergessen, aber fühltet ihr euch hoffentlich inbegriffen, Gisela Lüscher und Richi Lüscher, Mirta und Markus, die eben wirklich sehr, sehr viel Einsatz geleistet haben für diese ganze technische Umsetzung mit Übertragungen und so weiter. Euch auch vielen Dank.
Geht nun in diesen Pfingstsonntag und in die kommende Zeit mit dem Segen Gottes. Sie dürfen auch gerne aufstehen, wenn Sie möchten. Gott, der Herr, segne dich. Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. Er erfülle deine Ohren mit Musik und deinen Mund mit Jubel. So segne dich der barmherzige Gott. Amen. Thank you.